So, dann können wir starten. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem 27. Spieltag. Das Spiel heißt Karlsruher SC gegen den VfL Bochum 1848. Anstoß im Karlsruher Wildpark ist am Sonntag um 13:30 Uhr. Thomas Reis und Sebastian Schinsilord sind auf dem Podium, die Journalisten virtuell dabei. Und wir starten mit Fragen an Thomas Reis. Zunächst einmal personell. Philipp Rensch und Ralf Ritter wollen wissen, wie schaut es personell aus? Wie geht es Danny Blum, Saulo De Carli und Vitali Janelt? Sogar ergänzend um die Frage, ist Saulo De Carli am Fuß operiert worden? Und falls ja, wie ist die OP verlaufen? Das möchte der Ralf Ritter wissen. Bei Danny Blum, wie sieht es denn aus? Fährt er mit? Ist er eine mögliche Kaderoption oder bleibt er in Bochum? Das möchte Joachim Droll von der Bild wissen. Oder wann ist mit einem Comeback von Danny Blum zu rechnen? Fragt Ralf Ritter, falls er denn nicht mitfährt. Ja, zum einen glaube ich, sind wir personell ganz gut aufgestellt. Bei Danny Blum ist es so, dass er noch nicht ins Training eingestiegen ist, dass er jetzt die ersten Laufeinheiten locker absolviert hat. Da muss man weiterhin abwarten, wie letztendlich der Körper das verkraftet. Wir sind da dran, wir sind da auf jeden Fall, versuchen wir alles, um ihn relativ schnell wieder fit zu bekommen. Aber inwieweit er jetzt irgendwie einsteigen kann, wird definitiv in Bochum bleiben. Das wird sich dann die nächsten Tage dann herausstellen. Bei Saulo ist es so, dass er heute operiert worden ist. Ich selbst mit ihm noch nicht gesprochen habe. Ist ja immer so am Tag der OP, dass man da, glaube ich, auch ein bisschen andere Gedanken hat. Und ich warte darauf, dass ich da eine Rückmeldung bekomme. Ich hatte ihm gestern auch noch mal geschrieben. Also ich gehe von aus, dass das alles gut verlaufen ist. Aber ich habe Stand jetzt noch keine Info, weil die OP heute Morgen stattgefunden hat. Und bei Vitali Janelt hat es das komplette Programm absolviert nach seiner Geschichte. Und auch er wäre einsatzfähig und wir werden jetzt schauen, wie morgen das Training dann verläuft, um dann den Kader für Karlsruhe zu bestimmen. Gäbe es denn außer Blum und De Carli noch jemanden, der definitiv ausfallen könnte? Also stand jetzt nicht. Wir haben jetzt Training absolviert. Alle Jungs haben das Training gut absolviert, sodass sich da kein weiterer Spieler zu der Verletztenliste dazugesellt hat. Wir haben trotzdem morgen nochmal ein Training, unser Abschlusstraining. Und dann werden wir schauen, wer das auch noch übersteht. Ich gehe davon aus, dass alle das überstehen werden, sodass wir dann auch wieder einen Pool an Spielern haben, die möglichst in Karlsruhe erfolgreich sind. Dann gehen wir schon ganz langsam über vom Personellen zum Spiel an sich. Gibt es denn Grund für dich, das erfolgreiche Team zu ändern im Hinblick auf den Gegner? Möchte Joachim Droll von der Bild wissen. Oder aber alternativ dazu gefragt, gibt es nach dem überzeugenden Heimsieg gegen Heidenheim eigentlich doch gar keinen Grund, die Startelf zu verändern? Das ist die offene Frage von Ralf Ritter. Ja, also ich denke, dass erstmal Heidenheim jetzt langsam aus den Köpfen raus muss. Wir haben da mit Sicherheit ein gutes Spiel gemacht. Das war trotz allem, ich meine, ich bin dann auch immer ein bisschen natürlich auch kritisch, dass nicht alle Abläufe optimal gepasst haben. Dann schaust du dir die Trainingswoche an. Natürlich ist es so, dass die Jungs eine tolle Leistung abgerufen haben, dass man mit Sicherheit mit der Mannschaft anfangen könnte. Aber dann ist es dann auch so, weil manchmal muss man auch Reizpunkte setzen, um ein bisschen Schlafmützigkeit rauszubekommen. Deswegen war die Trainingswoche da und ich mache mir da meine Gedanken und wir haben auf jeden Fall genug Optionen, um da was verändern zu können, aber wir können auch mit derselben Mannschaft spielen. Und wichtig ist nur, dass die Jungs das Heidenheim aus dem Kopf haben, weil Karlsruhe wird ein ganz, ganz anderes Spiel. Beide Mannschaften haben jetzt zumindest ein Spiel hinter sich gebracht. Beide Mannschaften waren erfolgreich und letztendlich wissen wir, was auf dem Spiel steht. Und für uns ist es ein weiteres Endspiel, ein wichtiges Spiel. Und das wollen wir erfolgreich gestalten. Und wir werden schon eine Truppe aufs Eis schicken, die gut vorbereitet ist, um gegen Karlsruhe 3 Punkte zu holen. Anschlussfrage dann von Ralf Ritter. Das, was für die Startelf gilt, dass es Änderungen geben könnte, gilt dann wahrscheinlich auch für den gesamten Spieltagskader. Genau. Es ist ja dann immer so, also wir hoffen ja immer, dass keine Verletzten dazukommen. Das ist zum Glück bisher auch der Fall, dass keiner dazugekommen ist. Und dann schaut man sich auch an, um da vielleicht einen Spieler, der wirklich über längeren Zeitraum vielleicht gute Leistung gebracht hat, dann vielleicht auch mal zu belohnen. Das gehört auch dazu. Trotzdem muss man auch schauen, wie setzt sich ein Kader zusammen. Es ist manchmal so, wenn du halt als Beispiel viele Innenverteidiger hast, kannst du natürlich nicht alle Innenverteidiger mit in den Spieltagskader nehmen, obwohl es der ein oder andere vielleicht auch mal verdient hätte. Aber es ist so, dass man da auf allen Positionen sich bestmöglichst aufstellt, um in gewissen Fällen reagieren zu können. Und von dem her, wie gesagt, ist das Training morgen noch da und dann werde ich einen Kader bestimmen, ja. Dann sind wir eigentlich schon beim Spiel. Joachim Droll schreibt uns, du sagtest im Vorfeld, Heidenheim dürfe keine Eintagsfliege bleiben. Ist beim Spiel in Karlsruhe für die VfL-Profis die Einstellung von hoher entscheidender Bedeutung, mit der jeder in die Partie geht und alternativ dazu hinterhergeschoben,
von Ralf Ritter von der WAZ Bochum. Was muss die Mannschaft noch besser machen als gegen Heidenheim? Ja, ist natürlich immer eine, Fußball ist immer eine Einstellungssache. Ja, ich meine, das ist ja selbst, wenn du ein großes Talent bist und hast eine richtige Einstellung, dann bist du ganz weit vorne. Manchmal schlägt auch die Einstellung Talent und so ist es ja im Spiel genauso. Wir haben gegen Heidenheim, wie gesagt, eine gute Mentalität an den Tag gelegt. Das ist auch zwingende Voraussetzung und gegen Karlsruhe muss sie genauso sein, weil wir wissen, dass wir mit diesem Spiel, wenn wir das erfolgreich gestalten, und das ist unser großes Ziel, dass wir eine Mannschaft auf Abstand, noch mehr auf Abstand bringen können. Primäres Ziel ist natürlich den Abstand zu vergrößern. Ein kleines Ziel ist es, dass Karlsruhe uns nicht einholt. Also wir wissen schon, was die Stunde geschlagen hat und wir haben nur noch Endspiele vor der Brust. Und da wird es ganz, ganz wichtig sein, dass wir von Anfang an wach sind. Wir wissen, dass Karlsruhe, wir haben es leider im Heimspiel erlebt, dass wir auch da kurz vor 3 Punkten standen, es nicht über die Zeit bekommen haben. Sie sind unheimlich gefährlich, was Standards anbelangt. Da müssen wir hellwach sein. Das hat gegen Heidenheim in der 2. Halbzeit war auch ein Standard, wo man den Gegner fast zurückgeholt hätte im Spiel. Da muss man auf jeden Fall hellwach sein. Und sie haben auch ein bisschen ihre Spielweise verändert. Also was vorher so ein bisschen mehr die langen Bälle waren. Sie versuchen schon teilweise fußballerische Dinge zu lösen. Und das wird eine sehr interessante Aufgabe. Aber mir ist wie immer nicht bange, weil die Jungs haben gezeigt, dass sie es können. Und wichtig ist, dass wir es jetzt auf Dauer abrufen. Und da habe ich die Jungs auch natürlich angepiekst, weil es ist uns in der Saison noch nicht so häufig gelungen. Und jetzt ist es an der Zeit, dass es uns gelingt. Nach 4 Spielen ohne Niederlage kann der VfL selbstbewusst zum KSC reisen, sagt Ralf Ritter. Ein Vorteil? Ja, man kann das jetzt so oder so sehen. Ich meine, letztendlich hat man auch an Darmstadt gesehen. Die waren, glaube ich, 10 Spiele ungeschlagen und sind zum KSC gefahren, haben das Spiel verloren. Wichtig ist, dass man aus den Dingen, die gut waren, dass man da den Mut schöpft, dass die Dinge, die weniger gut waren in einem Spiel, dass man die abstellt, dass man die verbessert. Und natürlich fahren wir mit breiter Brust dahin, weil letztendlich sind wir im Vorteil in dem Sinn, dass wir vor Karlsruhe stehen und wir mit Sicherheit auf einen Gegner treffen, der alles versuchen wird, den Abstand zu verringern. Und das macht die Aufgabe sehr, sehr interessant. Und ich glaube, dass auch die Motivation dahingehend groß ist, dass man einen Riesenschritt in die Richtung machen kann, wo man hin möchte, sprich den Klassenerhalt einzuleiten. Und wir haben da alle Möglichkeiten und wir wollen versuchen, diese Möglichkeit dann zu nutzen. Du hast den KSC jetzt schon beschrieben, die werden alles reinwerfen. Joachim Droll möchte wissen, inwieweit hoffst du, dass deine Jungs diesen knallharten Fight, der uns erwarten wird, annehmen werden? Ich hoffe es nicht, ich erwarte es. Ja, weil wir haben schon immer gezeigt oder schon öfters gezeigt, dass die Jungs auch fighten können. Wir haben jetzt auch 2 Spiele zu 0 hintereinander gespielt. Wir haben, wie du es angesprochen hast, 4 Spiele nicht verloren. Auch das zeigt, wir haben ja auch in Dresden, was mit Sicherheit auch ein sehr, sehr schwieriges Spiel war zu dem Zeitpunkt, haben wir auch, glaube ich, alles in die Waagschale geworfen. Und das ist jetzt wieder so ein Spiel, ja, man redet immer von 6-Punkte-Spiel, ja, kann man so bezeichnen. Es gibt trotzdem nur 3 Punkte. Wie gesagt, wir wissen im Erfolgsfall, wen wir auf Abstand halten können, den Abstand vergrößern können. Und ich bin fest davon überzeugt und das ist auch, das erwarte ich auch von der Truppe, dass er mit der gleichen Einstellung, mit der gleichen Aggressivität versucht, die Punkte zu holen. Und dann glaube ich, wenn wir das auf den Platz bringen, dann wird es auch schwer, uns zu schlagen. Das wäre dann ja auch schon quasi ein bisschen rausgeholt zu der Ralf-Ritter-Frage im Anschluss. Was spricht für den VfL Bochum in Karlsruhe? Er spricht dafür, dass man schon mit Selbstvertrauen hinfahren kann, dass man weiß, was in der Mannschaft steckt. Die Mannschaft weiß auch selber, wenn sie alles abruft, wenn die Abstände passen, wenn jeder für den anderen da ist, dass wir fußballerisch auch eine sehr, sehr gute Mannschaft haben. Und das spricht schon für uns. Wie gesagt, wir müssen die Standards gut verteidigen. Das ist eine Riesenwaffe, was Karlsruhe zusätzlich hat. Und wenn wir das gut hinbekommen, und dann glaube ich schon, dass man da erfolgreich sein kann. Es könnte sogar ein 7-Punkte-Spiel werden, nämlich was den Abstand dann im Erfolgsfall zum KSC angeht. Ist es denn ein Schlüsselspiel, möchte Ralf Ritter wissen? Ich habe es ja gerade eben schon gesagt. Im Endeffekt kann ein Schlüsselspiel sein. Letztendlich kann ich auch trotzdem mit befreiter da reingehen, weil selbst wenn, wovon ich ja nie rede, aber selbst wenn es nicht optimal laufen sollte, wirst du trotzdem vor Karlsruhe stehen bleiben. Und das müsste eigentlich schon den Mut heraufbeschwören, ja, weil egal wie das Spiel läuft, wir wollen natürlich gewinnen und wenn die Truppe das umsetzt, werden wir auch dort gewinnen. Da bin ich fest von überzeugt, dass wir da erfolgreich sein können. Und von dem her, so muss ich auch reingehen, ohne dass ich einen Schritt weniger mache, ohne dass ich Larifari werde. Aber mit dem Wissen, beim Erfolgsfall kann ich einen Gegner
weit hinter mich bringen und er muss dann erstmal diese Punkte aufholen. Und mit dieser Gier soll die Truppe auch in das Spiel reingehen und dann schauen wir, was bei rumkommt. Eine nicht ganz so ernst gemeinte Frage betrifft schon so ein bisschen das Organisatorische. Heidenheim ist ja letzte Woche mit mehreren Kleinbussen hierher gekommen. Frank Schmidt, das wurde ja lang und breit und episch erzählt, saß hinterm Steuer des einen Busses. Würdest du, falls der VfL eine ähnliche Reise machen würde, dich auch hinter Steuer setzen? Also ich glaube, dass ich schon bewiesen habe, dass ich ein absoluter Teamplayer bin. Und sollte es so sein oder hätte es so sein sollen, dann wäre ich mit Sicherheit, dann kann ich mich genauso in der Steuer setzen. Ich kenne Herrn Frenkie schon ewig, weil wir zusammen in der Jugendnationalmannschaft gespielt haben, was für ein Typ das ist. Und letztendlich ist er völlig egal, wer hinterm Steuer sitzt. Wichtig ist, dass man als Team funktioniert und wenn Aufgaben dazugehören, die ein Trainer vielleicht vorab tun kann, wo er an die Front geht, weil man steht ja öfters ein bisschen im Rampenlicht, dass man die Verantwortung hat. Da wäre ich auch der Letzte, der sagen würde, okay, ich würde nicht fahren. Also ich glaube, ich habe schon bewiesen, dass ich Auto fahren kann. Und von dem her bräuchten die Jungs auch keine Angst haben. Die Frage ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern kam von Ralf Ritter. Perspektivisch gefragt, Philipp Rentsch hat das erste Wochenende bei Spielen ohne Zuschauer am vergangenen Wochenende gezeigt, dass die Liga im Endspurt noch unberechenbarer werden könnte. Ist natürlich schwer zu sagen, weil letztendlich, klar, es fehlen die großen Emotionen, was die Zuschauer anbelangt. Aber wenn man jetzt die Ergebnisse sieht, also klar hat man immer ein bisschen gehofft, dass vielleicht Wien ausrutscht gegen Stuttgart. Aber ich meine, Wien hat auch mit Zuschauern in Stuttgart gewonnen. Also von dem her bin ich eigentlich eher, dass wir auf uns schauen müssen. Ja, wenn wir die Punkte holen, wenn wir den Abstand wahren, dann können die anderen ja spielen, wie sie wollen, weil wir haben es in der eigenen Hand. Und von dem her verlasse ich mich auf keinen anderen, ich verlasse mich nur auf mich selbst, dass wir die bestmöglichste Aufstellung, dass wir die bestmöglichste Punktanzahl holen und alles andere kann ich eh nicht beeinflussen, ob jetzt der Gegner gewinnt oder verliert. Also andere Gegner, ich kann nur beeinflussen vielleicht, dass unsere eigenen Spiele gewonnen werden. Und das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe, die ich habe. Besten Dank, Thomas Reis. Damit der Schwenk rüber zu Sebastian Schinsilords. Jetzt gerade das Organisatorische schon einmal kurz gestreift. Da drehen sich einige Fragen drum, zum Beispiel: Der VfL hat nun 3 Spiele innerhalb einer Woche, 2 davon auswärts. Wie ist diese Woche denn strukturiert und organisiert? Wie reist der VfL nach Karlsruhe und nach Nürnberg? Das möchte Philipp Rentsch wissen. Und Ralf Ritter geht sogar noch ein bisschen mehr ins Detail. Wie ist der Ablauf einer Auswärtsreise geplant? Gibt es einen Bus, gibt es 2 Busse? Wann geht's los? Welches Hotel? Wo beispielsweise? Also immer am Spielort. Wann sind die letzten Corona-Tests vor dem Spiel? Beziehungsweise wann liegen die Ergebnisse vor? Ganz schön viel auf einmal. Ich hoffe, du konntest alles merken. Ja, ich versuch's. Ja, die Organisation, die wird natürlich maßgeblich beeinflusst vom Konzept der DFL. Da haben wir sämtliche Leitplanken, an die wir uns halten müssen, niedergeschrieben. Die beachten wir natürlich bestmöglich, um auf die Punkte einzugehen. Wir werden morgen früh den nächsten Test machen, werden dann warten, bis wir die Bestätigung haben aus dem Labor. Das wird gegen 13, 14, 15 Uhr ungefähr der Fall sein. Werden dann, wie es das Konzept berücksichtigt, auch die Gruppe entzerren, mit 2 Bussen reisen, einen weiteren Transporter dazu nehmen und noch einen PKW. Wir haben die Abläufe mit dem Hotel soweit besprochen. Wir werden jemanden vorher hinschicken, der die ganzen Sachen überprüft. Sind eigentlich guter Dinge, dass wir das sauber vorbereitet haben und hoffen natürlich, dass die Jungs sich so vorbereiten können, dass sie dann im Spiel erfolgreich sein können. Zum Spiel an sich, was erwartest du nach dem leidenschaftlichen Auftritt gegen Heidenheim in Karlsruhe von der Mannschaft, möchte Joachim Droll wissen? Ja, die Leidenschaft auf jeden Fall wieder, die erwarte ich in jedem Spiel, die erwarte ich in jedem Trainingsspiel und in jedem Training an sich und ich glaube, die kann man auch beim VfL erwarten, wenn man das Trainingsgelände betritt, das muss man, glaube ich, sogar erwarten, denn das ist am Ende die Basis für alles. Die Jungs haben es gut gemacht gegen Heidenheim, das muss man sagen, von der Einstellung, von der Mentalität, aber auch spielerisch haben sie es sauber hingekriegt. Die positiven Dinge daraus, die müssen wir ziehen. Wir haben 3 Punkte geholt. Ich denke, wir können das Selbstvertrauen mitnehmen. Aber das war es dann auch schon, denn jetzt fängt es wieder von Null an. Jetzt ist es wieder eine neue Situation, ein neues Stadion, nicht mehr das eigene, wo man die ein oder andere Trainingseinheit hat absolvieren können. Wir kommen auf eine Baustelle zu einem Gegner, der weiß, dass er punkten muss gegen uns. Die Situation wird nochmal speziell sein. Und auch da ist es wichtig, wie schon in der letzten Woche, dass die Jungs das im Kopf schon mal durchgehen, nicht überrascht sind, wenn sie einlaufen. Und dann bin ich guter Dinge, dass wir Punkte holen.
Damit hätte sich auch die Anschlussfrage von Ralf Ritter, die in die gleiche Richtung zielte, erledigt. Zum Planerischen nochmal. Du bist ja nicht nur in Sachen sportlicher Dinge unterwegs bei den Spielen und auch organisatorischer. Es geht noch ein bisschen was drumherum, Transfers, Kader, Zusammenstellung etc. pp. Würden die Kaderplanungen für die kommende Saison bei einem weiteren Erfolg am Sonntag richtig Fahrt aufnehmen, möchte Ralf Ritter wissen. Ja, die Begleitumstände sind natürlich besonders. Wir müssen da absolut Prioritäten setzen. Und die Priorität ist, dass wir die Klasse halten. Das ist erstmal das Ziel, was wir kurzfristig erreichen wollen. Darüber hinaus wird man dann sehen, wie die Saison weiterläuft. Denn wie bekannt ist, ist auch die Zahlung der Fernsehgelder an die Spiele gekoppelt, wie sie dann gespielt werden. So fügt sich dann ein Puzzlestück zum anderen. Und wir werden dann im gemeinsamen Austausch mit Thomas und mit dem Rest des Trainerteams dann auch schauen, wie wir die nächste Saison angehen. Wir sind natürlich, was die Theorie anbetrifft, schon dabei und machen uns unsere Gedanken, haben unsere Gespräche und schauen uns die ein oder anderen Jungs an, machen uns natürlich über unsere eigene Kaderstruktur Gedanken. Aber bevor wir dann Dinge umsetzen können und Nägel mit Köpfen machen können, wird sicherlich noch ein bisschen dauern, denn es gibt halt sportliche und wirtschaftliche Fragezeichen, die noch im Raum stehen. Könnten sich denn, und das möchte Joachim Droll abschließend wissen, in dieser Saison ähnlich wie bei Manuel Riemann und Robert Tesche noch weitere Verträge durch Spieleinsätze automatisch verlängern? Ja, das ist natürlich eine Frage, die weit in die Absprachen, in die vertraglichen Absprachen mit den Spielern geht. Da möchte ich jetzt wirklich keine Auskunft zu geben. Besten Dank. Das war's von eurer Seite. Das war's von unserer Seite. Erfolgreiche Anfahrt, egal mit wem hinterm Steuer nach Karlsruhe, und wir sehen uns da vor Ort.